Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, in der Überblicksbetrachtung zur Companion Bible sind wir nun bei Anhang 139 angelangt, Tod und die Toten. Das Wort Nekros, Substantiv und Adjektiv, hat verschiedene Bedeutungen, je nachdem, wie es in verschiedenen Zusammenhängen verwendet wird. Mit dem Artikel hoi nekroi bezeichnet es tote Körper, Leichen, Kadaver im Grab, abgesehen von der Persönlichkeit, die sie einst hatten. Dies ist auch das Idiom des AT, vergleiche 1. Mose 23, 3 und weitere Stellen. Zweitens, ohne den Artikel nekroi bezeichnet es die Person, die einst lebendig waren, jetzt aber nicht mehr leben, das heißt tote Personen im Unterschied zu toten Körpern. Und siehe die Anmerkungen zu Matthäus 22, 32 und so weiter. Drittens, mit einer Präposition, aber ohne den Artikel, der in der Präposition verborgen sein kann, ek nekron, bedeutet es aus der Mitte der Toten, siehe Anmerkung 9,9. Markus 9,9. Viertens, mit einer Präposition und dem Artikel, zum Beispiel ekton nekron, bedeutet es nachdrücklich aus den Leichen oder Leichnam. Fünftens, der Zusammenhang mit 1. Petrus 4,6 wird deutlicher, wenn wir beachten, dass nekroi Menschen bezeichnet, die damals tot waren, denen aber das Evangelium gepredigt worden war. Appendix 121.4. Als sie noch lebten, und dies wird durch den griechischen Partikel men, obwohl im nächsten Satzteil bestätigt, der sowohl von der AV als auch von der RV ignoriert wird. Der Vers lautet so, denn dazu ist denen, die jetzt tot sind, das Evangelium gepredigt worden, damit sie zwar nach dem Fleische gerichtet werden, nach dem Willen der Menschen, aber nach dem Willen Gottes in der Auferstehung leben, was den Geist betrifft. Das heißt, in geistlichen Leibern, von denen in 1. Korinther 15, 44 und 45 die Rede ist. Sechstens, zu diesem Zweck, um denen, an die der Apostel schrieb, diese Hoffnung zu geben, wurde ihnen das Evangelium gepredigt, wie in 1. Petrus 1, 12 und 25 beschrieben. Die Hoffnung der Herrlichkeit wurde so ihren Leiden gegenübergestellt, 1. Petrus 1, 11. Dass dies die Bedeutung ist, geht aus dem Gebrauch von Kata hervor, siehe Appendix 104. In diesen Stellen. Das ist wieder der Überblick aus der Companion Bible. Das ist die Companion Bible. Die kann man kaufen für 60 bis 120 Euro auf dem Markt oder gratis downloaden auf bibelkreis.ch oder ähnlichen Webseiten. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Zusammengestellt wieder von unserem Bruder im Herrn Antonino. Vielen Dank. Hier will ich folgen.